So, hallo Leute da draußen. Ich habe heute so ganz spontan im Aldi mir einen kleinen Camcorder gekauft. So eigentlich ein bisschen aus Frust, weil ich schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Camcorder bin, der auch bezahlbar ist, der allerdings auch so ein bisschen meine Bedürfnisse erfüllt. Und wenn man dann so liest und liest und liest, dann kriegt man immer wieder Pro und Contra und irgendwann hat man die Nase voll und dann, wie gesagt, soeben beim Einkaufen habe ich dann dieses Gerät hier entdeckt und mir gesagt, weißt du was, für 99,99 Euro, den nimmst du einfach mal mit. Es handelt sich um ein Melion-Gerät. Der Camcorder soll laut Melion in Full HD filmen, hat einen Touchscreen und Auflösung Full HD 1080p, dann schwenkbares Display, ein 3 Zoll Display, Fotos lassen sich mit 5 Megapixel machen, dann ein 5-fach optischer Zoom, wo ich mal sehr gespannt bin, wie der funktioniert, und eine Speicherkarte ist dabei, ein Ersatzakku, und eigentlich sieht das Gerät, zumindest hier auf dem Karton, gar nicht so schlecht aus. Ich habe mich jetzt mal ganz spontan dazu entschieden, so ein Unboxing zu machen und einfach mal zu schauen, was da drin ist und ob man sowas für das Geld leben kann oder nicht. Zubehör ist auch relativ viel, eine CD ist dabei, sehe ich, eine Hülle, ein Kabel ist dabei, eine Ladeschale, Netzkabel, ein AV-Kabel, ein USB-Kabel, HDMI-Kabel, was auch sehr interessant ist, was ich ganz gut gebrauchen kann, dann die Speicherkarte selber, dann diese zwei Silizium-Ionen-Akkus und naja, schauen wir mal. Was ich gerade sehe hier ist die Auflösung. Maximale Auflösung, Videomodus, einmal 1920x1080. Das Ganze mit 30 Bildern pro Sekunde oder sogar 1280x720 mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich lese die schon mal sehr gut. Dann gibt es noch die Abmessung. Gut, das ist nicht ganz so wichtig. 270 Gramm wiegt das Teil. Hier stehen die Eigenschaften nochmal aufgeführt. Ein 5-fach optischer Zoom. Dann Full HD Auflösung. 30 Bilder pro Sekunde. Kommt mir persönlich sehr entgegen. Meine anderen Geräte machen das nämlich auch, 30 Bilder pro Sekunde. Dann, ich vermute mal, er wird im AVI-Format aufnehmen. Das wird man dann mal sehen. Ist mir jetzt nicht so ganz recht, weil ich einen Apple-Rechner benutze. Und dieses AVI mag Apple nicht so besonders. Dann muss man es eben halt umkonvertieren und mal sehen, was daraus wird. Dann die Kamera, 5 Megapixel, ist ein CMOS-Sensor, der verwendet wird. Es gibt noch einen digitalen Zoom, 10-fach. Ich muss sagen, da lege ich jetzt nicht so großen Wert drauf, weil diese digitalen Werte sich ja, sag ich mal, zumindest in den obersten Bereichen immer nur als kleine Klötzchen und Pixel bemerkbar machen. Also stehe ich nicht so drauf. Dann so ein bisschen Schmusi-Busi. Das war's eigentlich. Fangen wir mal an. Ich mach's einfach mal auf. Hier oben ist ein kleines Häutchen, das schneide ich mal durch. Und dann gucken wir mal, was auf uns zukommt. Eine CD. Und eine Betriebsanleitung in Deutsch. Eine weiße Schachtel, in der befindet sich die Ladeschale für die Akkus. Also das ist auch gar nicht schlecht. Es sind viele, viele Camcorder, da kann man die Akkus nur im Gerät laden. Und naja, so ist es auch nicht schlecht. Dann eine Tasche. Naja. Sieht jetzt nicht so doll aus, aber erfüllt bestimmt ihren Zweck. Dann einmal dieses AV-Kabel, USB-Kabel dabei. Dann einmal das Stromkabel für die Ladeschale. Dann die Speicherkarte, 4 GB. Und dann zwei kleine Akkus.
wird auch bestimmt der Grund sein, warum da zwei bei sind. Denn die sind ja nicht größer wie Handy-Akkus. Und haben auch, glaube ich, nicht sehr viel Kapazität. Naja, aber zwei sind dabei. Dann kommt das HDMI-Kabel. Sehr schön. Und jetzt das eigentliche Gerät. Da ist es. Ist schlicht, kein großes Drumherum dran. Plastik, sehr leicht und wenig Knöpfe. Also sieht im ersten Augenblick sehr übersichtlich aus. Ich werde es gleich mal ausprobieren, den Akku mal vollladen und dann mal sehen, was man damit anfangen kann. Das war es mal, der erste Teil. Und ich melde mich nochmal wieder, wenn ich es ausgepackt habe und wenn ich mal sehen kann, wie, also nicht ausgepackt, wenn ich es mal aufgeladen habe und kann mal sehen, wie so das Bild aussieht, der Bildschirm ist. Dann sage ich mal bis später. Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss. So, zweiter Teil von meinem Unboxing. Jetzt geht es darum, dass ich mal den Akku drin habe. Und habe mal schon das eine oder andere mal ausprobiert und ich muss sagen, meine Meinung ist so ein bisschen zweigeteilt. Hier ist noch eine Folie drauf, ach, die mache ich gleich ab. Also, generell ist das Display schön hell und man kann eigentlich gut was erkennen. Also da gibt es eigentlich für diese Preisklasse wenig dran auszusetzen. Problem ist, dass diese Kamera sehr viel Licht braucht. Also man merkt hier, wenn man in Bereiche kommt, wo hier die Schreibtischlampe nicht mehr so richtig hinleuchtet, ist auch das Bild sehr, sehr, sehr dunkel. Allerdings macht es auf dem eingebauten Display, also hier, immer noch einen sehr guten Eindruck. Man sieht überhaupt kein Rauschen und also eigentlich muss ich sagen, bin ich recht begeistert davon. Dieses Display ist berührungsempfindlich. Und auch das geht eigentlich verhältnismäßig schön. Man muss nicht sehr fest drücken und bin ich eigentlich angenehm überrascht. Was mich auch angenehm überrascht hat, das ist, ob man es braucht oder nicht, selber dahingestellt. Man hat einmal hier einen normalen SD-Karten-Slot und dann hat man daneben einen für so Micro-SDs, also hier so kleine Teile. Und ich bin mir ganz sicher, ob man beide parallel benutzen kann. Das muss ich nochmal ausprobieren und austesten. Aber eigentlich eine schöne Sache. Sie guckt auch ein ganz klein bisschen raus, dass man sie auch schön wieder entfernen kann. Also da hat jemand ein bisschen mitgedacht. Sehr schön. Ja, das Menü ist, wie so eben schon kurz erwähnt, sehr, sehr übersichtlich. Also man hat im Prinzip nur vier Knöpfe. Hat dann auf dem Display noch die Möglichkeit, ein bisschen einzugeben. Und ich habe sie eben auch mal einen Film gedreht. Und jetzt weiß ich gar nicht genau, wo gewesen ist. Ja, zur Bildqualität. Ja, ich habe mal die erste Aufnahme gemacht mit 720p. Mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist die Auflösung, mit der ich sonst auch immer filme. Das mache ich eigentlich ganz gerne wegen dem Datenvolumen, was da so auf einen einprasselt und wenn man ein Video bearbeitet und hat dann so riesen Datenmengen, ist nicht immer so angenehm. In diesem Modus, muss ich ehrlich sagen, finde ich das Bild nicht so berauschend. Es ist ziemlich unscharf, ungenau, und zeigt Detailschwächen und es gefiel mir gar nicht. Dann habe ich noch eine Stufe höher gemacht auf 1080p und da ist das Bild schon wesentlich besser, wobei komischerweise sich die Dateigröße auf meinem Computer, also die Bildgröße, wenn ich den Film aufrufe, gar nicht groß geändert hat. Also ob das wirklich diese 80 oder diese 1080p sind, ich wage das mal zu bezweifeln. Dann habe ich auch mal ausprobiert, es gibt so einen Modus, wo das Bild recht klein ist, aber mit 120 Bildern pro Sekunde wird aufgezeichnet und damit kommt mein Rechner gar nicht klar, das ruckelt und stuckert nur. Das ist
nicht so toll. Ja, aber was schön ist, obwohl es ein AVI-Format ist, lässt es sich auf meinem Apple sehr schön umkonvertieren. Was ich auch bei AVI-Formaten hatte, das war, dass danach der Ton weg war. Das ist hier auch nicht der Fall. Dieses Teil filmt nach einem H264 Standard. Ich glaube, so hieß er. Kommt zumindest mit meinem Apple prima klar. Schließen wir mal oder machen wir mal ein kleines Resümee. Also, soeben die Aufnahmen draußen waren auch nicht unter optimalen Bedingungen. Es hat schon ein bisschen gedämmert und es war ein bisschen diesig. Und ich bin überzeugt davon, dass bei Tageslicht, also richtigem Tageslicht, bei Sonne, dass die Bilder nochmal deutlich besser werden. Was man sagen muss, der Ton ist sehr gut, wobei er mir hinterher im Schneideprogramm als zu leise angezeigt wird. Wenn ich ihn dann hochpushe, dann nehmen die Nebengeräusche doch ziemlich zu. Das ist noch nicht optimal. Entweder muss ich hergehen, muss anderes Videomaterial vom Level her absenken oder versuchen halt so ein Mittelding zu finden. Mit diesem optischen Zoom klappt also in der Tat, man hat einen Fünffach-Zoom, das ist auch nicht schlecht. Was man hört, ist das Surren des Stellmotors auf dem Film und was mich angenehm überrascht hat, dass der Ton halt doch so gut ist, ist ein Stereoton und selbst wenn man von der Seite her spricht, ist die Sprachqualität doch gar nicht so übel. Ja, ich werde jetzt noch eins machen, ich werde jetzt mal eine Testaufnahme machen und die auch noch hier an das Video dranhängen. Ja, was soll man sagen, 99,99 €. Ich drücke das mal so aus, es gibt Schlimmeres. Das Geld ist nicht rausgeschmissen, die Kamera funktioniert, sie funktioniert einigermaßen gut. Sie ist nicht zu vergleichen mit teuren Kameras, ist auch nicht zu erwarten gewesen. Hier im Moment filme ich mit einer Systemkamera von Sony, die 720p macht, mit der ich eigentlich schon sehr zufrieden bin. Aber naja, man strebt halt immer noch nach was anderem oder testet mal hier, macht mal da. Ach so, eine Sache noch. Ist aber auch in der Klasse normal. Diese Kamera hat keinen Weitwinkel. Das heißt, das, was man auf dem Monitor sehen kann, man muss schon ziemlich weit weggehen. Wenn man jetzt hier vor meinem Monitor sitzt, man sieht im Prinzip nur die Hälfte davon und müsste schon deutlich weiter zurückgehen, um ihn halt erkennen zu können, was dass das überhaupt ein Monitor ist. Also ist schon mehr ist für das Geld einfach nicht drin, wenn man einfach mehr sehen möchte. Man muss einfach auch mehr Geld anlegen, anders geht's nicht. Bedienen lässt er sich schön, er funktioniert einwandfrei und das Geld ist überschaubar. Und wenn jemand wirklich nur ab und zu mal ein paar Aufnahmen machen möchte, ich glaube, der könnte an so einem Gerät von der Firma Medion, könnte ja Spaß haben. Die Betriebsanleitung ist in Deutsch und auch die Kamera war vom Menü her schon auf Deutsch eingestellt. Sie ist nicht sehr umfangreich, aber vollkommen ausreichend. Alles ist beschrieben und letztendlich ist das Gerät auch irgendwo selbsterklärend, weil da stecken keine großen Geheimnisse hinter. Ich werde jetzt noch ein paar Aufnahmen machen, vielleicht jetzt heute Abend mal oder morgen mal im Hellen. Und die dann hier an mein Video dranhängen. Und nochmal Dankeschön fürs Gucken. Und dann bis zum dritten Teil. Es ist 7.15 Uhr. Die Sonne geht gerade ein bisschen auf. Und wie man sieht, sieht man nichts. Gegenüber auf dem Garagenhof parkt gerade ein Auto aus. Aber die Lichtverhältnisse reichen bei weitem nicht aus. Schade eigentlich. So, wir haben ungefähr 7.30 Uhr und es ist schon deutlich heller geworden, aber nicht für die Kamera. Für die Kamera ist immer noch Nacht. Ich gehe mal in den Himmel, da sieht man. Ich muss ehrlich sagen, jetzt so dunkel ist es nicht mehr, aber die Kamera müsste schon was darstellen. Das finde ich äußerst enttäuschend. Jetzt das Ganze in hell. Also die Kamera braucht schon verhältnismäßig viel Licht und ich muss sagen, heute Morgen war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich konnte mit den Augen schon wirklich gut was erkennen. Für die Kamera war noch absolute Nacht. Also ich glaube, das geht gar nicht. Ich werde die Kamera auch als Fazit aus diesem Test zurückgeben, weil
für mich nicht zu gebrauchen. So, und jetzt noch ein paar Impressionen oder einfach ein paar Eindrücke der Kamera. Ich finde das zum Beispiel sehr schön mit diesem kleinen Blättchen und da ist das ist auch der einzigste Bereich, wo die Kamera mal richtig scharf ist. Jetzt den Zoom noch ein bisschen testen. Man hört dieses Surren des Motors und dann merkt man auch, dass diese Detailtreue einfach nicht da ist. So, alle, die bis hierhin durchgehalten haben, recht schönen Dank fürs Zugucken. Und jetzt muss jeder selber entscheiden, ob er diese Kamera kauft oder nicht. Bis dahin, alles Liebe, Dankeschön, tschüss.